Der italienische Staatsanwalt Camillo Zuccaro wirft einigen NGOs eine Zusammenarbeit mit Schleppern bei der Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer vor. Der italienischen Tageszeitung La Stampa sagt Zuccaro am Sonntag: Wir haben Beweise dafür, dass es direkte Kontakte zwischen einigen Nichtregierungsorganisationen und Schleppern in Libyen gibt. Für größere Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen oder Save the Children gilt das aber nicht. Derzeit befinden sich mindestens 10 NGOs im Mittelmeer vor Libyen, darunter Jugend rettet, Sea-Watch, CI, Lifeboat, SOS Mediterranean und Mission Lifeline aus Deutschland. Der Staatsanwalt der sizilianischen Stadt Catania hat Ermittlungen zu den mutmaßlichen Verbindungen zwischen Helfern und Schleppern eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen werden Flüchtlingsboote unter anderem durch Lichtsignale in Richtung der Retter geleitet. Noch wissen die Ermittler aber nicht, ob und wie diese Informationen in einem Gerichtsverfahren genutzt werden können, sagt Staatsanwalt Zuccaro. Schon Anfang April kritisiert Außenminister Sebastian Kurz im Gespräch mit Österreich-Herausgeber Wolfgang Fellner die Rettungsaktionen der NGOs im Mittelmeer. Doch diese würden mehr Flüchtlinge im Meer sterben, anstatt weniger. Sie wollen tatsächlich, dass diese NGO-Tätigkeiten eingestellt werden? Nein. Da hat man Ihnen ja Unmenschlichkeit vorgeworfen. Ich habe von Anfang an gesagt, man muss unterscheiden zwischen NGOs, die dort gute Arbeit leisten, wie das Rote Kreuz und andere. Und es gibt aber auch NGOs oder Initiativen, die dort mit Schleppern zusammenarbeiten. Und denen soll das verboten werden oder was soll da passieren? Ich erwarte mir von jeder NGO, dass sie nicht mit Schleppern kooperiert. Schlepper sind ja, aber was soll passieren? Soll denen das verboten werden, explizit? Es geht nicht um ein Verbot, sondern es geht um den Appell an die Initiativen, das sind ja nicht alle, sondern einige NGOs und Initiativen, die mit Schleppern kooperieren, denen muss klar sein, dass das, was sie vielleicht... Aber das ist ja auch ein Appell, dass sie sagen, die sollen sich zurückziehen, oder? Die sollen sich generell zurückziehen. Nein, die Rettung ist ja nicht der Fehler. Der Fehler ist die politische Entscheidung, die Leute nachher nach Mitteleuropa weiter zu transportieren. Und der zweite Fehler, der von manchen Initiativen dort begangen wird, ist nicht zu sehen, dass die Schlepper Kriminelle und Unmenschen sind, die teilweise die Frauen vorher zwangsprostituieren und die Männer versklaven, bevor sie sie übers Mittelmeer schicken, sondern dass diese manche Initiativen dort glauben, dass man mit diesen zusammenarbeiten kann, weil es Fluchthelfer sind. Und das ist meiner Meinung nach ein großer Fehler, weil mit diesen Menschen zu kooperieren, das führt nicht zu weniger Leid. Die Hilfsorganisationen weisen die Kritik zurück und verweisen darauf, dass sie mit ihren Einsätzen tausende Menschen vor dem Ertrinken retten. Okay, everyone okay.